Herzlich willkommen zu Histutorial, dem Geschichtstutorial des Deutschen Historischen Museums, das historische Fragen einfach einmal anders stellt. Mein Name ist Marc Fehlmann und heute geht es um den Fluch und den Segen unserer Zeit, die Kommunikation via Smartphone. Wie war das eigentlich früher? Wie blieb man ohne E-Mail, SMS, WhatsApp und Co. miteinander in Kontakt? Eines ist sicher, Geduld war früher eine nötige Tugend, denn der Absender musste sich genauso damit begnügen, dass seine Nachricht nicht unmittelbar gelesen wurde, wie sich der Empfänger darüber klar war, dass er eine Nachricht eben nicht sofort erhielt. Die Folge? Man hat weniger häufig voneinander gehört. Dafür klingelte aber auch nicht unentwegt irgendwo an einem ruhigen Plätzchen oder irgendwann beim Essen ständig ein Smartphone. Immerhin. Gerade wenn man auf unterschiedlichen Kontinenten zu Hause war, bedeutete das ein langes Warten auf eine Nachricht seiner Lieben. Unser Bild hier zeigt eine Familie vor rund 150 Jahren. Vater und Tochter hören gespannt zu, wie die Mutter den Brief eines Verwandten oder Bekannten vorliest. Wow, so viel Aufmerksamkeit für eine Nachricht. Briefe waren die einzige Möglichkeit, vom neuen Leben in der Ferne zu berichten. Sie brauchten manchmal allerdings Monate, bis sie ihr Ziel erreichten. Was aber stand in einem solchen Brief? Die ersten Briefe handelten vor allem von der damals nicht risikolosen Atlantiküberquerung. Diese dauerte, genau wie die Übermittlung dieses Briefes, oft mehrere Wochen. Unser Gemälde vom Untergang der Austria im Jahre 1858 zeigt, welche Gefahr eine solche Überfahrt für das eigene Leben bedeuten konnte. Das Schiff aus Hamburg hatte im Jahre 1858 New York bereits erreicht. Aber weil beim Desinfizieren durch Teerrauch Feuer in den unteren Decks ausbrach, starben mehr als 450 Menschen, die ihr Ziel schon erreicht geglaubt hatten. Auch wenn solche Unglücke die Ausnahme blieben, waren die Überfahrten alles andere als eine Spazierfahrt. Im Jahre 1854 war beispielsweise der Auswanderer Sebastian Fritz nach New York gekommen und berichtete seiner Familie in einem Brief, was er alles unterwegs gesehen hatte. Große Fische, eine Seeschlange, auch zwei Eisberge. Diese Eindrücke würde man, wenn man sie denn überhaupt erlebte, per Knopfdruck auf Facebook und Co. teilen und sicher den einen oder anderen Like einheimsen. Die Briefe zeigen damit die gegensätzliche Erfahrung des Auswanderns. Abenteuer und Misere gingen häufig Hand in Hand. Damit waren Nachrichten und Kommunikation ähnlich wie heute ein Spiegel des Erlebten. Welche Themen interessieren euch noch? Schreibt mir einfach eine E-Mail, ich freue mich auf eure Antworten und Ideen. Mehr Infos von uns erhaltet ihr bis dahin auch über unseren Newsletter. Schreibt es mir, auch wenn ich nicht wochenlang darauf warten muss. Und so sage ich ganz datensicher, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.